Die Raspberry Foundation hat ein neues Kameramodul herausgebracht und ich habe zwei davon erstanden, um euch diese für Fotoexperimente per Browser zur Verfügung zu stellen. Das für hochwertige Aufnahmen ausgelegte Kameramodul wird ohne Linse geliefert, eine entsprechende Optik muss an die CS-Halterung geschraubt werden. Von der Raspberry Foundation werden dabei zwei Varianten angeboten. Das kleinere Objektiv besitzt dabei eine Brennweite von 6 mm, das größere von 16 mm. Um euch die Möglichkeit zu geben, diese Kameras aus der Ferne zu testen, habe ich meine 3D-Drucker angeworfen und Teile für eine entsprechende Mechanik gedruckt. 5 Servos sind in der Mechanik verbaut und angesteuert wird das alles von einem Raspberry Pi. Da 2 Kameramodule verbaut sind, wird auch ein zweiter Raspberry Pi benötigt. Beim 16 mm Objektiv ist unbedingt der beiliegende Adapterring zu montieren, ansonsten stimmt der Abstand zum Bildsensor nicht und man erhält nur unscharfe Aufnahmen. Dieses Teleobjektiv wird über 2 Servos bedient, wobei eines den Ring für die Blende ansteuert und das zweite Servo für die Fokussierung zuständig ist. Die Blendenöffnung kann über den hinteren Ring von 1,4 entsprechend ganz offen bis hin zu 16 verkleinert werden. Fokussieren kann die Optik über den vorderen Ring Gegenstände in einer minimalen Entfernung von 20 cm, weiter weg geht immer. Wer näher ran will als diese 20 cm, kann das Objektiv über den Ring am Adapter der Kamera weiter herausdrehen. Beim 6 mm Weitwinkelobjektiv kann nur die Blende über ein Servo verstellt werden. Zur Fokussierung wird die Linse über ein Feingewinde verstellt, wozu mehrere Umdrehungen nötig sind und dabei auch gleichzeitig der Ring für die Blendenöffnung mitgedreht wird. Hierfür eine geeignete Mechanik zu bauen, habe ich der Einfachheit halber sein gelassen und den Fokus so eingestellt, dass Objekte ab einer Entfernung von etwa 80 cm scharf abgebildet werden. Der Rahmen mit den beiden Kameras kann über ein Servo hoch oder heruntergekippt werden. Ein zweites Servo ermöglicht die Drehung der Kamera nach links oder rechts um insgesamt 170 Grad. Wie zu sehen ist die Konstruktion ein wenig wackelig, die Mechanik ist verbesserungswürdig, funktioniert für den vorgesehenen Einsatzzweck allerdings ausreichend gut, da in meinem Roboterraum Windstille herrscht. Insgesamt 42 LEDs können in 4 Helligkeitsstufen geschaltet werden. Die zur Verstärkung der elektrischen Leistung der GPIOs nötigen Transistoren befinden sich auf einer Extraplatine. Ein Step-Down-Konverter verringert die 12 Volt Eingangsspannung auf 5 Volt für die Servos und die Raspberry Pis. Angesteuert wird das Ganze über ein Browser-Interface, hier verwende ich mein Smartphone. Im einfachsten Fall könnt ihr die Kameras per Schaltflächen schwenken, um so die Roboter zu beobachten oder einen interessanten Bildausschnitt zu suchen. Angebracht sind die Kameras in dem Roboterraum auf meinem Dachboden und das ganze Gerümpel dort gibt euch Gelegenheit, unterschiedlichste Motive aufzunehmen. Zwischen den beiden Kameras kann per Schaltfläche hin und her gewechselt werden. Während das 6 mm Objektiv einen Überblick verschafft, können mit dem 16 mm Objektiv Details anvisiert werden. Die Fenster auf meinem Dachboden sind recht klein, aber in strahlendem Sonnenschein liefert schließlich jede Kamera gute Ergebnisse, im Dämmerlicht müssen die Einstellungen stimmen. Über Eingabefelder könnt ihr so ziemlich alle Parameter einstellen, welche die Raspberry Still Software verarbeiten kann, was euch viel Spielraum für Experimente rund um Fotografie gibt. Experimentiert also mit ISO-Werten, Blendenöffnung, Fokussierung oder Belichtungszeit, um zu sehen, was die neue Raspberry Pi Kamera leisten kann. Seid ihr mit der Vorschau zufrieden, so könnt ihr ein Foto in der vollen Auflösung von 12 Megapixeln schießen und anschließend in der Fotogalerie betrachten oder herunterladen. Auf der Seite mit der Steuerung ist auch die Bedienungsanleitung niedergeschrieben und es gibt einige Hintergrundinfos zu den Einstellmöglichkeiten einer guten Kamera. Ebenfalls erhältlich ist auf meinen Seiten die Nachbauanleitung mit den 3D-Dateien der Mechanik sowie der Elektronik-Schaltplan.
Alles ist ohne Anmeldung zugänglich und zumindest für euch kostenfrei. Wer mich im Betrieb und weiteren Ausbau meiner ferngesteuerten Maschinen unterstützen möchte, kann gerne die Spendenschaltfläche auf meinen Seiten anklicken. Vielen Dank an alle bisherigen Unterstützer. In diesem Sinne, danke fürs Angucke und bis bald.